Das heutige Video wird natürlich mal wieder unterstützt von meinem Partner OneFootball. Zeigt doch OneFootball gerne mal, was wir für eine geile Community sind und nutzt den Link in der Videobeschreibung, um die App kostenlos runterzuladen. Und damit hey und willkommen zur neuesten Folge der BVB-Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich jetzt schon direkt einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich extremst freuen, kurz mit mir einen Daumen da lassen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, dann natürlich auch direkt einen Kommentar da lassen. Ich versuche wie immer darauf zu antworten. Wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben wollt, dann einfach für den Algorithmus, reicht auch vollkommen. Auch wenn ich es natürlich viel, viel geiler finden würde, würdet ihr auf die Folge eingehen. Und bevor wir so richtig loslegen, haben wir ein fettes Gesprächsthema, und zwar André Onana von Ajax Amsterdam, den wir hier als Stammtorhüter zum BVB geholt haben. Bevor wir allerdings darüber sprechen, müssen wir kurz über einen Fehler meiner Seite sprechen. Und zwar waren wir mehr oder weniger noch in der Wintertransferphase stehen geblieben. Das Problem ist, das Video wurde nicht aufgenommen. Das bedeutet, ich habe kommentiert und ein paar Sachen gemacht, ohne dass es aufgenommen wurde. Und das fehlt halt jetzt leider. Allerdings ist gar nicht mal so viel Spannendes passiert. Wir haben die Wintertransferphase zu Ende gebracht, ohne irgendeinen Spieler zu verkaufen oder einen neuen Spieler zu kaufen. Das Spannendste war eventuell, wir haben Mainz im DFB-Pokal geschlagen, heißt, wir sind eine Runde weiter. In der Bundesliga haben wir zudem gegen Hoffenheim 1-0 gewonnen und gegen Köln nur ein 2-2 gespielt. Auch wenn wir Onana jetzt nicht mehr verkaufen können, möchte ich mich trotzdem nochmal ganz kurz zu dieser, ich sag mal, Thematik äußern. Und zwar hatte ich tatsächlich für den Rest der Transferphase Onana auf die Transferliste gesetzt. Hätten wir dann ein gutes Angebot bekommen, hätten wir uns Gedanken darüber gemacht, ob wir den tatsächlich verkauft hätten und dann eventuell Marc-André ter Stegen als Ersatz zu holen. Da wir allerdings keinerlei Angebote bekommen haben, bleibt Onana unsere Nummer 1. Die Mehrheit von euch in den Kommentaren war auch, glaube ich, tatsächlich dafür, auch wenn es manche Kommentare gab, die natürlich geschrieben haben, nee, versuch mal neu zu holen oder sperre ihn für ein Jahr. Schwierig ist, ihn jetzt für ein Jahr zu sperren, bringt ehrlich gesagt nicht so viel. Weil eigentlich liegt ja diese Tat jetzt hier im FIFA-Universum quasi in der Vergangenheit, heißt, es ist quasi schon passiert und es war halt nicht abzusehen, als wir Onana damals verpflichtet haben, dass sowas passiert. Deswegen habe ich mich jetzt auch durch eure Kommentare entschieden, einfach mit Onana die Saison hier zu Ende zu bringen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Begründung. Allerdings möchte ich mich nochmal von dem Verhalten natürlich distanzieren, und zwar finde ich das total scheiße, was er getan hat, ganz ehrlich, das nimmt halt viel Fairness raus und so weiter und so fort. Das gehört sich einfach in dem Profisport nicht. Allerdings gehört hier Onana auch zu einem der besten Torhüter der Welt. Wir haben ihn jetzt mit mehr oder weniger aufgebaut und hier hat er die Substanz natürlich nicht zu sich genommen. Ja, ist irgendwie scheiße gelaufen jetzt hier in der Karriere, aber ich hoffe, ihr versteht das wenigstens. Was ich übrigens lustig fand, ich habe im letzten Video schon einmal angeteasert, mit welchem Verein wir die neue Karriere starten. Und es ist tatsächlich anscheinend niemandem aufgefallen. Zumindest hat es niemand in die Kommentare geschrieben. Heißt, wenn ich es hier nicht erwähne, schaut doch nochmal in die vorherige Folge und ich erwähne es da irgendwo am Ende. Ansonsten haben wir im Achtelfinale gleich erstmal ein richtig heftiges Duell, und zwar gegen Barcelona. Und ich bin mir relativ sicher, die wollen am Ende des Tages die Champions League auch gewinnen. Allerdings nicht mit uns, denn ich will, wie gesagt, das Triple, das ist das höchste Ziel. Der vermutliche Plan dieser Folge sieht im Übrigen so aus, dass wir natürlich das Hinspiel gegen Barcelona spielen. Wir gucken dann auch mal ins Bayern-Spiel vermutlich rein und wir treffen auch heute wohl schon im Rückspiel auf Barca. Denn mein Plan ist es eigentlich, den Februar und den März heute abzuschließen. Denn ich schulde euch ja ein bisschen was, weil ja ein Teil der Folge, sage ich mal, verloren gegangen ist. Und damit sind wir in Spanien angekommen und treffen jetzt auf Barcelona. Und es fühlt sich schon wieder irgendwie an wie ein Finale, und das im Achtelfinale. Erinnert mich irgendwie an unser DFB-Pokal, wo wir, glaube ich, in der dritten Runde direkt auf Bayern getroffen sind. Auch unfassbar heftig, wo wir dann Gott sei Dank gegen Bayern tatsächlich gewonnen haben. Und am Ende des Tages möchte ich natürlich auch heute hier gegen Barca gewinnen, und die haben einfach mal Lukaku vorne im Sturm. Easy. Dele Alli haben die auch. Das wird nicht einfach, wenn ich jetzt schon manche Gesichter sehe. Und Marc-André ter Stegen. Geiler Keeper. Mag ich sehr, sehr gerne. Und das könnte Koulibaly sein. Ja, gut. Das Spiel zeigt die Mannschaftsaufstellungen nicht an. Sehr gut, dann mache ich das mal eben. Bei uns gibt es nicht wirklich eine Überraschung. Wir spielen mit unserer besten Elf. Abgesehen davon, dass Marco Reus heute vom Beginn an spielt. Der ist halt unser Kapitän, hat nur eine Gesamtstärke weniger als Depay. Und ganz ehrlich, Reus war im letzten Part sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir spielen gefühlt das erste Mal mit Emre Can und Joe Gomez in der Verteidigung. Im Übrigen, das wollte ich noch gesagt haben, voll viele von euch fanden es richtig geil, dass wir Gomez verpflichtet haben, und das freut mich ehrlich gesagt auch. Und manchen ist auch aufgefallen, dass wir mittlerweile verdammt viele Engländer verpflichtet haben. Aber ich finde, Gomez passt trotzdem extremst geil. Vor allem, der gehört halt einfach nicht zu Arsenal. So, und dann jetzt hier die Mannschaft vom FC Barcelona mit Trincao vorne auf dem rechten Flügel und nicht Lionel Messi. Den Bele, den kennen wir ja ganz gut, Bernard vorhin schon erwähnt, und tatsächlich Skriniar und Koulibaly in der Innenverteidigung. Das bedeutet aber auch, Skriniar hat, glaube ich, eine 89 mittlerweile, Koulibaly, glaube ich, eine 88. Das bedeutet aber auch, sind halt auch unfassbar stark, das ist fast ein Duell auf Augenhöhe. Auch wenn wir, glaube ich, im Offensivbereich nochmal ein bisschen stärker sind, mit Sancho und Haaland vor allem. Und Brandt halt auch mit seiner 89. Es könnte ein spannendes Duell werden, auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht brauche, denn ich will einfach nur safe weiterkommen. Denn ich erwähne es oft genug, ich will alles gewinnen, was man in dieser Saison hier heute gewinnen kann, damit wir diese Karriere hier, ich sag mal, ordentlich zu Ende bringen. Und uns dann auch voll auf die neue Karriere und auch weitere Projekte stürzen können. Dann, denn ich habe tatsächlich nach der BVB-Karriere ein bisschen mehr geplant. Ah, dann braucht man einen richtigen Spieler, der hat viel Platz. Frenkie de Jong, müssen wir aufpassen. Das ist gut gespielt, den macht er...
Wow, was eine Parade, ganz ehrlich. Das war ja die Überparade von Onana. Ohne Witz. Krass. Holy moly. So, jetzt die Ecke. Das war eine Riesenmöglichkeit. Emre Can gewinnt ja das Kopfballduell. Und jetzt müssen wir hier mal auch mal zeigen, dass wir hier mitspielen wollen. Barcelona bis jetzt auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Da wird Haaland umgegrätscht und der ist leicht verletzt. Ich hoffe, der läuft sich dann wieder raus. So, Ousmane Dembélé. Da kommt die Flanke und der ist jetzt drin. Ganz ehrlich, ich glaube, da hat Emre Can gerade sein Kopfballduell verkackt. Das war auf jeden Fall ein richtig starker Pass. Gomez kommt da nicht hinterher und dann müsste Emre Can eigentlich das Kopfballduell da gewinnen. Allerdings springt er zu früh und dann ist da halt ein Lukaku und der nutzt die Chance dann halt. Da kann er halt auch ein Onana nichts mehr machen. So, wir müssen aber auch daran denken, dass wir hier gerade das Auswärtsspiel haben. Das bedeutet, Tor für uns wäre so unglaublich wichtig. Das war stark von Neuhaus. Und jetzt Haaland schicken, der hat sich die Verletzung wieder rausgelaufen. Extremst wichtig. Nehmen wir einen Brand mit. Und dann kommt der Pass nicht auf Neuhaus durch. Da kommt der Pass auf Reus. Warum nimmt er den Ball denn erstmal an und fliegt dann erstmal eine Runde? Was war das denn? Ousmane Dembélé. Stark. Wan-Bissaka. Boah, schön gehalten von Onana. Ey, Barca spielt echt stark. Ja, wir sind in der Halbzeit und Barca liegt vorne. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist verdient. Wir sind jetzt zum Ende der Halbzeit hin besser geworden. Allerdings hatte ich so gefühlt keine richtige Torchance bis jetzt. Heißt, Ter Stegen musste bis jetzt eher so semi richtig rein, ja, ich sag mal, helfen. Wo es bei uns ein bisschen anders aussieht. Barca könnte theoretisch auch schon 2-0 führen. Leute, wir müssen jetzt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein besseres Gesicht zeigen. Ist ein Auswärtsspiel und dieses Auswärtstor wird so helfen. Neuhaus. Neuhaus. Boah, es war eine gute Chance. Scheiße. Ich hätte, glaube ich, in die Mitte passen müssen. Aber das war schon eine gute Möglichkeit. Das war jetzt alles irgendwie ein bisschen verwirrend. Und irgendwie habe ich mir gedacht, Sancho hat schon so coole Tore aus der Position gemacht. Warum nicht mal versuchen? Aber das war ein bisschen zu spitz. Vor allem steht da halt ein Ter Stegen im Tor. Oh, das war gut gespielt. Leck mir am Hintern. Was war das denn? Barca absolut nichts gezeigt die ganze Zeit in der zweiten Hälfte und kommen dann einmal durch und spielen so einen guten Kombinationsfußball und das Ding ist am Ende des Tages leider drin. Das war echt stark gespielt, ich habe nicht mit Lukaku da gerechnet, ganz ehrlich. Starkes Spiel von Elli. Ja, und dann Emre Can. Ich fand, Emre Can sah jetzt zweimal irgendwie unglücklich aus. Der hätte da Lukaku gefühlt ein bisschen besser im Griff haben müssen. Wir wechseln im Übrigen direkt dreimal. Brandt geht raus für Pulisic. Zagadou kommt rein für Emre Can und Marco Reus verlässt den Platz für Depay. Depay weiter auf Sancho. Ah, Haaland vielleicht? Oh, ist der hochgesprungen. Haaland. Und dann Pulisic, der eingewechselt wurde, in die Mitte zurück auf Depay. Depay. Alter, komm schon, was machen die denn für geile Zweikämpfe? Was zur Hölle? Depay? Mann, ey. Wir verlieren gegen Barca 2-0. Oh, das wird ein unglaublich schwieriges Rückspiel. Fuck. Mann. Und da war ein Tor für uns drin, ohne Scheiß, ey. Nervt das. Vor allem die zweite Hälfte war teilweise echt stark von uns gespielt, aber ich kam nicht zu so hundertprozentigen Chancen leider. Und am Ende des Tages war Barca halt eiskalt. Wer im Übrigen Bock hat, sich einen Snagger zu kaufen, der hat immer noch die Möglichkeit, mit dem Rabattcode TAYLOR11 10% zu sparen. Ihr wisst schon, der Snagger hilft euch dabei, durch diesen Mechanismus, wenn ihr hier oben Süßigkeiten reingefüllt habt, eure Arbeitsmaterialien nicht zu verdrecken. Denn ganz ehrlich, wer hasst es nicht, wenn zum Beispiel der Controller oder aber auch die Maus oder Tastatur voller Dreck ist oder beim Autofahren das Lenkrad? Denn tatsächlich hilft der Snagger auch dabei, das Lenkrad sauber zu halten. Nutzt sehr gerne mal den Link in der Videobeschreibung, schaut euch den Snagger an und wenn ihr euch den tatsächlich kaufen wollt, nutzt den Rabattcode TAYLOR11. So, ihr seht unsere 11, wir gehen jetzt in die Schnellsimulation gegen Hertha BSC. Da gewinnen wir auch. Klostermann trifft, der heute von Beginn an gespielt hat und auch Jude Bellingham. So, wir werfen jetzt auch mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle, da sollte allerdings alles noch relativ rund laufen für uns. Ja, 13 Punkte Vorsprung gegen die Bayern tatsächlich, sehr geil. Das bedeutet, das Spiel gleich gegen die Bayern ist unglaublich wichtig für uns. Schon fast ein Vorentscheid dann in der Bundesliga. Und Leute, wir gehen jetzt ausnahmsweise nur in die Simulation gegen Bayern München. Das liegt einfach daran, ich will meine komplette Power für das Spiel gegen Barca haben. Und es sind immerhin 13 Punkte Abstand zum FC Bayern München. Und ganz ehrlich, möglich, dass wir eventuell in einer Simulation gewinnen. Ansonsten kann ich ja immer noch eingreifen. Und vor allem will ich mir die Power aufsparen für Barca, weil das Spiel hat mich gerade schon extremst mitgenommen. Und Heidewitzka, ich muss gleich alles reinwerfen, was geht. Oh, Reus führt aus und dann ist da Haaland und Manuel Neuer. Dammit, schade. Wir sind in der Halbzeit angekommen. Es gab zwei Schüsse von uns, keiner davon aufs Tor. Wir sind die bessere Mannschaft, allerdings kriegen wir es halt einfach nicht, ein Tor zu erzielen, was ein bisschen nervt. In der zweiten Halbzeit gibt es jetzt noch nicht so viel zusammen. Jetzt vielleicht mal Neuhaus auf Marco Reus. Jetzt Sancho, da kommt die schöne Flanke.
Und dann ist da Manuel Neuer. Mensch. So, Leute, es bleiben jetzt noch 20 Minuten. Wir gehen rein. Ich will hier den Sieg haben, ganz ehrlich. Sané bringt da den Pass. Da ist Sagadou. Okay, macht er irgendwie gut. Ich krieg den Ball einfach nicht, ne? Also keine Chance gerade, den Ball zu bekommen. Ja gut, Spiel geht 0-0 aus. Ist auch okay, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch keinen Angriff für uns rausarbeiten können. Es hat sich halt einfach in der Statistik nichts getan. Monatsbericht der Jugendmannschaft sind mir gerade sowas von egal, ne? Aber natürlich gucken wir rein. Doch auch einen gesehen, der extrem interessant aussieht. Und zwar Nick Müller. Willkommen beim BVB. Was zur Hölle ist gerade los? Philippe Pont. Willkommen beim BVB. Ulysses oder... Ich kenne nur Ulysses. Ulysses Lacoste. 3,5 Millionen wert. Ey, was kriegen wir denn gerade für Biester im Monatsbericht? Da habe ich einmal keinen Bock auf die, ne? Dann kommen mir die Megatalente. Was zur Hölle? Und auch aus England kommt ein Talent. Louis Renier oder... Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, ganz ehrlich. Ich nehme einfach mal mit, auch wenn man sagen muss, nur 700.000 könnte ein bisschen enttäuschend sein. An und für sich drei richtig gute Berichte. Wir gucken jetzt auch nochmal hier rein. Fischer kann auch ein richtig gutes Potenzial haben als Linksverteidiger. Genauso wie Böhm, auch sehr, sehr stark Rechtsverteidiger. Ulysses Lacoste hat tatsächlich jetzt schon 69er Gesamtstärke. Alter, was für Talente. Man müsste eigentlich theoretisch mal drüber nachdenken, mit der BVB-Karriere weiterzumachen, um dann voll auf die Talente irgendwann zu setzen. Ja, vielleicht im Stream oder so. Wenn ihr Bock dazu hättet, schreibt das mal in die Kommentare, würde mich schon interessieren. Wir gehen jetzt in die Schnellsimulation gegen Union Berlin. Wir haben ein bisschen was rotiert. Hummels spielt heute zum Beispiel von Anfang an. Jetzt gehen wir rein. Wir müssten die Partie rein theoretisch trotzdem gewinnen, aber man weiß nicht, okay, wir gewinnen sowas. Voll ein Klostermann mit einem Doppelpack? Was zur Hölle? Adeyemi trifft hier auch sehr schön und ich kann nicht mehr nach oben scrollen. Heißt, ich sehe jetzt nicht, wer sonst noch getroffen hat. Egal, 5-0 gegen Union Berlin, nehme ich. Transferangebot für einen unserer Talente und zwar... Nee, Drijeljaka gehört, glaube ich, zum Ursprungskader vom BVB. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Und gegen Mainz, ganz ehrlich, werden wir jetzt auch eine zweite Garde schicken, weil wir spielen in 3 Tagen gegen Barca. Und da müssen wir mit unserer absolut besten Mannschaft spielen, beziehungsweise mit der Mannschaft, wo ich denke, werde ich in dem Moment am besten klarkommen. Bedeutet, ich rotiere jetzt mal wieder ein bisschen. So, ihr seht schon, wir haben wieder eine Menge gewechselt und jetzt, Leute, wieder 3 Punkte gegen Mainz. Unfassbar wichtig in der Bundesliga. Und 3-0 gewonnen. Sehr gut. Hä, warum Gesamt 5-0? Wo steht dieses 0 Gesamt 5 da oben? So, Bundesliga sind wir unfassbar stark. Weiterhin 13 Punkte vorne. Ich glaube tatsächlich, die Meisterschaft ist noch nicht sicher. Natürlich nicht, aber da sieht es halt richtig gut aus. Um den Abstieg spielen im Übrigen Bielefeld, Hannover und Union Berlin vor allem. Und Werder Bremen, denen geht es ganz gut, das ist ganz wichtig. Und im Halbfinale im DFB-Pokal geht es im Übrigen demnächst gegen Gladbach. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So, und jetzt geht's los zum Barca-Spiel. Im Vergleich zum Hinspiel gibt es die ein oder andere Änderung. Wir setzen heute zum Beispiel auf Klostermann in der Linksverteidigung, der auch heute tatsächlich unser Kapitän ist. Pulisic im linken Mittelfeld und Depay heute auf der 10. Und ich erwarte heute einfach eine krasse Leistungssteigerung. Ich will natürlich am liebsten 3-0 gewinnen und Barca sofort rauskicken. Wir dürfen nämlich eigentlich kein Tor fangen, ganz ehrlich. Das ist unglaublich wichtig, weil ich habe keinen Bock, schon wieder durch die Auswärtstorregel rauszufliegen. Das habe ich in der letzten Saison mitgemacht und das hat unglaublich weh getan. Und wir setzen heute auf Sagadou in der Innenverteidigung neben Gomez. Und tatsächlich gibt es auch 1-2 Änderungen in der Barca-Mannschaft. Alba spielt von Beginn an, Paul Pogba hat, glaube ich, im Hinspiel nicht gespielt. Und Lionel Messi, heute der Kapitän, spielt ebenfalls von Beginn an. Bedeutet, es wird nicht unbedingt einfacher. Nichtsdestotrotz müssen wir hier heute gewinnen. Wir sind im Signal Iduna Park angekommen. Ich habe vergessen, das richtige Trikot einzustellen, ist aber auch egal. Wir schalten jetzt in den Kampfmodus, ja. Das bedeutet, dass wir jetzt hier alles geben werden und am Ende des Tages hoffentlich gewinnen. Und das auch ausreichend hoch gewinnen, sodass wir am Ende des Tages weiter sind in der Champions League. Und wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, dann kann uns in der Champions League halt nichts mehr. Dann gewinnen wir das Ding auch am Ende des Tages. Auf geht's, Leute, kämpfen und siegen. So, Klostermann, starker Laufweg. Da kommt die Flanke, da ist Haaland. Und er köpft den rein, es ist das 1-0. Geil. So, so müssen wir beginnen. Und es hat sich schon mal gelohnt, Klostermann spielen zu lassen. Sehr geil, wie Klostermann da läuft. Dann auch die perfekte Flanke mit dem linken Fuß. Und Haaland nutzt es mit seinem Kopf. Ausgerechnet mit dem Kopf nutzt er die Chance. Geil. Egal, es ist halt erst das 1-0. Und das reicht halt noch nicht. Und vor allem das Wichtige ist, unsere Verteidigung muss halt auch einfach gegen die Spanier hier stehen. Weil wenn wir ein Gegentor bekommen, sieht halt alles schon wieder ganz anders aus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, Lukaku, den konnte ich im Hinspiel nicht aufhalten. Gomez macht das hier gut. Haaland. Scheiß drauf, komm schon. Ah, direkt in die Arme von Ter Stegen. Oh, Neuhaus. Es ist das 2-0. Es ist einfach das 2-0. Damit haben wir das 0-2 von Barca aufgeholt. Geil. Aber Konzentration und kein Gegentor fangen. Unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Geil. Ey, wir spielen gerade so gut, ne? Bis jetzt hat sich auch jede Einwechslung gelohnt, ohne Scheiß. Und wir spielen halt einfach heim, da lässt sich halt die BVB-Mannschaft halt auch nochmal um einiges besser spielen. Keine Ahnung, woran das liegt, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, ob die Gegner dann irgendwie
eingeschüchterter sind oder was es da für Einstellungen bei EA gibt. Aber wir spielen gerade auf jeden Fall ziemlich gut. Zakaria, hier, das war stark gespielt auf Lionel Messi. Keine Chance gegen Zagadou. Zagadou vergisst den Ball. Go. Es war kein Elfmeter. Oh mein Gott. Oh. Lukaku. War das schlecht verteidigt? War das schlecht verteidigt? Warum ist er denn so frei? Der hat sogar noch genug Zeit, dampfen Seitfallzieher zu machen, Alter. Ja, Zagadou passt da nicht auf. Was ist das denn? Mann. Vor allem, da kann ich halt auch nichts machen, ne? Ohne Scheiß. Toll, jetzt darf ich bei 2 Tore noch schießen. Und sorry, Leute, wie gesagt, ich kommentiere gerade nicht so viel. Konzentration ist angesagt. Messi wird ausgewechselt in der ersten Halbzeit? Was? Na. Lass doch laufen. Da pfeift er da ab. Wir sind in der Halbzeit, es steht 2:1 für uns, aber wie gesagt, uns fehlen jetzt gerade zu dem Zeitpunkt 2 Tore und das wird nicht einfach. War ja okay. Neuhaus kriegt hier echt viel Platz. Sancho. Okay, Jungs, das war schon mal ein wichtiges Tor mal wieder. Aber gut gemacht von Neuhaus und dann Sancho hat die bessere Position gehabt und einen besseren Abschluss, macht das Ding hier rein. Emre Can kommt jetzt gleich im Übrigen in die Rechtsverteidigung rein für Wan-Bissaka. Liegt einfach daran, Wan-Bissaka ist nicht mehr hundertprozentig fit und das Spiel geht mir mittlerweile ein bisschen auf die Nerven, weil es die ganze Zeit will, dass ich Wan-Bissaka auswechsle, aufgrund seiner Ausdauer. Pulisic wird ausgewechselt für Brandt, Depay für Reus. Im Übrigen, wir führen 4-1. Müsste an für sich reichen. Allerdings warte ich erstmal noch ab. Vor allem ist das Spiel noch nicht vorbei. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 4-1. Im Gesamtergebnis 4-3. Wir hatten ein Auswärtstor. Meines Wissens nach müssten wir weiter sein. Es sei denn, ich vertue mich gerade schon wieder irgendwie. Weil nach der letzten Saison gegen Juve habe ich da echt Sorgen, was das angeht. Wir haben Drzlaka verkauft, was auch immer. Ich warte gerade ehrlich gesagt immer noch auf diese offizielle Bestätigung, dass wir weiter sind, weil ich echt Sorgen habe. Ich mich mal wieder irgendwie vertan habe. Auch wenn das eigentlich nicht sein kann. Damit gehen wir jetzt in die Schnellsimulation gegen Freiburg. Wir haben ein bisschen was rumgewechselt und am Ende des Tages gewinnen wir 2-0 durch die Tore von Haaland und Sancho. Sancho einfach so wichtig, ne? Der ist in der Saison so unglaublich stark, es ist richtig krass. So, jetzt müsste es eigentlich soweit sein. Wenn wir weiter sind, sollten wir es sehen. Und wie erwartet, sind wir weiter. Oh, aber diese offizielle Bestätigung tut so unglaublich gut. Und wir treffen auf Liverpool. Ich hätte auch mal einen einfacheren Gegner genommen. Holy shit, war das ein Krimi, ey. Was war das denn für ein Spiel gegen Barca, Alter? Was war das für ein Part? Zum Abschluss gehen wir jetzt noch in die Simulation gegen Bielefeld. Allerdings wird ein bisschen was durchgewechselt. So, mit dieser Elf gehen wir jetzt in die Schnellsimulation. Wie gesagt, es sollte am Ende des Tages auf jeden Fall reichen. Tor von Adeyemi wäre geil. Okay, Julian Brandt ist für mich auch in Ordnung. Boah, Leute, ich bin so unglaublich erleichtert, ne, dass wir weiter sind in der Champions League, weil das war so heftig einfach nur. Das Spiel gegen Augsburg wird dann noch mit in den nächsten Part genommen, wo wir dann auch Liverpool im Halbfinale treffen werden und dann natürlich auch noch im Halbfinale gegen Gladbach. Das wird so krass, ne, und sollte das tatsächlich funktionieren, hätten wir zum Abschluss dieser Karriere eventuell eine Folge mit dem DFB-Pokalfinale und Champions League-Finale. Das, was ich mir tatsächlich gewünscht habe. Das wäre so geil. Ansonsten war es das jetzt mit der heutigen Folge. Folgt mir sehr gerne bei Instagram und schaut auch sehr gerne bei Twitch vorbei. Da werde ich auch demnächst mal wieder mit FIFA 21 mal richtig reinstarten. Und eventuell spielen wir auch mal eine Runde Yu-Gi-Oh! Ja, hätte ich Bock drauf. Ich habe mir da mal so ein neues Spiel gekauft, wo ich dann auch sehr gerne mal reingucken wollen würde. Und ansonsten auch wie immer Warzone mit dabei. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst hier nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut kostenlos bei OneFootball vorbei und beim Snagger nicht vergessen den Rabattcode Taylor11. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Karriere, die mit Bremen sein wird. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.